wisst doch, was das für hier unten für Schwärme sind. Hey, ja. Die gängigsten Pilkerarten und Pilkerformen für die Norwegenangler hingelegt. Das ist zum einen der Bananen- oder auch Bergmann-Pilker. Das ist die Wahl von bestimmt 95% aller Norweger. Die angeln eigentlich nur damit. Kriegt man da praktisch an jeder Tankstelle gekauft in allen möglichen Größen. Hat den großen Vorteil dieser Pilker, wenn ihr euch die Form mal anschaut, der geht nicht schnell runter, der geht langsam runter und dabei bewegt er sich verführerisch, der tänzelt regelrecht in der Gegend rum. Deshalb ist er auch so beliebt und auch extrem fängig. So ein bisschen das Gegenteil dazu ist der Stabpilker. Durch seine Form prädestiniert dazu, extrem schnell runterzugehen. Der geht wirklich 5 Grad runter. Mit dem kommt er aber super auf Tiefe. Ja, also die gibt es auch tatsächlich mit 800 Gramm, 1000 Gramm und mehr. Wenn er mal richtig schmerzende Arme haben wollten, also damit auch locker auf 300-400 Meter und mehr gehen. Das ist ein sogenannter Seewolfklopfer, nennen die sich. Hier oben mit so einem Gummimack dran. Tatsächlich hatte ich bei der Verwendung dieser Pilker meistens mehr Fische hier oben hängen als unten am Drilling. Ja, kann man sich auch einfach vorstellen, wenn der Pilker sich so bewegt. Das geht hier alles schön verführerisch hin und her. Die sind schon echt fängig, die Jungs. Das ist jetzt auch eine ziemlich große Variante, das ist jetzt 400 Gramm. Werdet ihr da oben selten brauchen, es sei denn, geht wirklich sehr tief. Grundsätzlich gilt Pilker nur so schwer wie nötig, um wirklich runterzukommen. Weil desto schwerer der Pilker, desto schlechter läuft er eigentlich. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Abseitiges, was ich in Deutschland gekauft habe. In Blau, in Grün. Hier noch ein bisschen mit fluoreszierendem Anstrich. Selbst das funktioniert. Einfacher Pilker in Schwarz. Jetzt kann man sich denken, Schwarz können die gar nicht sehen. Das sehen die genauso wie jede andere Farbe da unten. No. Wichtig bei der Sache ist, ihr seht hier alles gedeckte Farben, nichts quietschbuntes mit bei. Aus meiner Erfahrung ist in Norwegen grundsätzlich besser, die gedeckten Farben zu nehmen oder klassisches Silber, wie viele an der Ostsee verwenden, in Orange, in Neongrün, in was auch immer. Das funktioniert darum nicht ganz so gut. Und wer schon mal auf der Ostsee war, der kennt die Farbe des Tages. Wenn einer auf Rot fängt, wird auf Rot umgebastelt bei allen anderen. Das gibt es da oben nicht.